Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Energy TV, Ihrem Info- und Service-Magazin der BayWa-Gruppe. Die thermische Solaranlage nutzt die Kraft der Sonne, um Warmwasser aufzubereiten, und sie unterstützt auch die Heizung. Richtig dimensioniert können Sie mit einer Solaranlage übers Jahr gesehen 70% des Warmwasserbedarfs decken. Sonnenenergie steht uns kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Eine thermische Solaranlage nutzt die Kraft der Sonne und wandelt diese in Wärmeenergie um. Der große Vorteil: es fallen weniger Kosten für Warmwasser und Heizung an. Im Burgenland kommen wir auf rund 300 Sonnentage im Jahr. Die Sonnenkollektoren sollten Sie Richtung Süden ausrichten. Weiters ist die richtige Dimensionierung der Anlage ein entscheidendes Kriterium. Wie groß muss denn so eine Solaranlage für einen Haushalt mit, sagen wir, 4 Personen sein, damit das Warmwasser aufbereitet werden kann? Also eine Solaranlage sollte mit mindestens 6 bis 7 Quadratmeter Sonnenkollektoren ausgestattet sein und eine Warmwasserspeichermöglichkeit von mindestens 400 Liter haben. In den Sommermonaten, wenn nicht geheizt wird, sollte die Solaranlage 100% des Warmwasserbedarfs decken. Selbst wenn im Sommer der Himmel bedeckt ist, stehen nach wie vor bis zu 80% der Sonnenenergie zur Verfügung. An einem bedeckten Wintertag sind es immerhin noch bis zu 25%. Können Sie uns sagen, wie viele Burgenländer die Kraft der Sonne zur Warmwasseraufbereitung nutzen? Ja, geschätzt sind es so 1/3 der Burgenländerinnen und Burgenländer, die die Kraft der Sonne nutzen. Das heißt, es haben noch 2/3 der Burgenländer und Burgenländerinnen es vor sich, diese kostenlose Energie zu nutzen in Zukunft. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Solarkollektoren am Dach zu befestigen. Elegant wirken Indachmontagen. In diesem Fall werden statt den Dachziegeln die Solarkollektoren direkt auf den Dachlatten angebracht. Bei der Aufdachmontage werden die Kollektoren mit Hilfe von Haltern befestigt. Diese Lösung empfiehlt sich bei der nachträglichen Installation von Solaranlagen. Allerdings sollten Sie die Dachkonstruktion vorab genau prüfen. Denn nur ein intaktes Dach kann die zusätzliche Last tragen und gibt dem System Halt, um extremen Wetterbedingungen zu trotzen. Wie wirtschaftlich ist denn so eine Solaranlage und wie lange dauert es, bis sich die Investition rechnet? Eine Solaranlage ist immer wirtschaftlich, weil die Sonne fast jeden Tag scheint und immer wieder kostenlose Energie liefert. Von der Amortisation her ist zu sagen, dass man derzeit etwa mit 8 bis 12 Jahren rechnen muss. Es ist aber noch anzumerken, dass dieser Heizkessel gerade in dieser Zeit, wo die Solaranlage Energie liefert, nicht eingeschaltet werden muss und daher die Wartungskosten geringer sind. Und man muss noch eines dazu anmerken, man leistet als Betreiber sehr einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Alle 3 Jahre sollten Sie die Solaranlage auf Frostsicherheit prüfen. Dabei wird auch der pH-Wert der Solarflüssigkeit kontrolliert, um eine möglichst lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Das Land Burgenland fördert die Anschaffung von Solaranlagen. Im Burgenland werden Solaranlagen mit bis zu 2.500 Euro gefördert, wobei die Abwicklung über die Burgenländische Energieagentur erfolgt. Und es sind dann noch Auflagen zu erfüllen. Es dürfen nur zertifizierte oder hochwertige Produkte eingebaut werden und der Einbau darf nur durch Fachfirmen erfolgen. Das hat natürlich für den Betreiber dann den Nutzen, dass er langjährig eine gut funktionierende Anlage zur Verfügung hat. www.bewag.at, hier finden Sie viele Informationen zur BewAG und natürlich jede Menge Vorteile. Reinklicken lohnt sich. Die BewAG-Website bietet Ihnen viele Informationen, wie zum Beispiel eine Übersicht der BewAG-Bonuswelt mit den Bonuspunkten, den Bonusleistungen oder den Partnerschecks, um nur einige der Vorteile zu nennen.
Wenn Sie das Bonuswelt-Infopaket noch nicht zu Hause haben, dann am besten gleich online bestellen. Und schon können Sie von den vielen Bonusvorteilen profitieren. Für Premium-Kunden gibt es die doppelten Bonusvorteile. Informieren Sie sich direkt auf der BEWAG-Website, wie zum Beispiel über die Premium-Aktionen. Am besten gleich online zum Premium-Tarif anmelden. Weiters finden Sie auch das Online-Kundencenter auf der BEWAG-Website. Einfach einsteigen und schon können Sie den Zählerstand bekannt geben, Ihre Stromrechnung online einsehen oder Ihre Bonuspunkte und den Babyscheck einlösen. Wenn Sie Ihren Babyscheck im Online-Kundencenter einlösen, können Sie auch gleich ein Foto Ihres Lieblings in die Baby-Fotogalerie stellen. Wenn Sie gerne persönlich eines der 7 BEWAG-Kundencenter besuchen möchten, dann gehen Sie einfach auf den Menüpunkt Kundencenter und schon stehen die Adressen, die Öffnungszeiten und die Anfahrtspläne für Sie bereit. Auf der BEWAG-Website finden Sie auch die Kontaktdaten Ihres Kundenberaters. Er unterstützt Sie bei allen Anliegen rund um das Thema Energie. Natürlich hält die BEWAG-Website auch jede Menge Energiespartipps und Informationen über alternative Heizsysteme, wie zum Beispiel die Wärmepumpe, für Sie bereit. Auf der BEWAG-Website finden Sie auch einen Link zum Öko-Center. Diese Plattform bietet Ihnen Informationen zu den Themen Energiesparen, Wärmepumpe, Solar- und Windenergie oder E-Mobilität. Sturm, Frost und Schnee. So ein langer Winter kann auch einem Haus ganz schön zusetzen. Rechtzeitig entdeckt, können kleinere Schäden wie zum Beispiel Risse in der Fassade selbst ausgebessert und damit viel Geld gespart werden. Nach den Wintermonaten sollten Sie Ihr Haus einem Frühjahrscheck unterziehen. War es extrem kalt, können Leitungen zugefroren sein und das Mauerwerk Risse aufweisen. War es mild und regnerisch, kann Nässe das Dach und die Fassade durchfeuchtet haben. Das Haus leidet genauso wie der Mensch durch eine lange Winterphase. Und es ist ganz gut, wenn dann die warme Jahreszeit beginnt, dass man sozusagen einen Gesundheitscheck beim Haus durchführt. Das sichert zum einen, dass man kleine Schäden sofort feststellen kann und zum anderen stellt es die längere Benutzungssicherheit des Hauses sicher. Jeder Hausbesitzer sollte den sogenannten Frühjahrscheck bei seinem Haus durchführen. Kleinere Schäden können Sie mit etwas Geschick selbst ausbessern. Dadurch können Sie teure Folgeschäden verhindern. Welche Schäden sollten denn unbedingt von einem Experten überprüft werden? Also alle Schäden, die massiv und gravierend sind, wie zum Beispiel eine Rissbildung. Nur eine Rissbildung, das ist eigentlich was sehr Ungewöhnliches. Das führt dann auf Schäden zurück, die man selber nicht beheben kann. Aber alles, was so ganz normal nach dem Winter auftritt, zum Beispiel Silikonfugen, die gehen dann oft auf durch die Kälte, die kann man dann überprüfen und selber zumachen. Oder Dachrinnen ausräumen, sicherstellen oder die Dachrinnen selbst überprüfen, das kann man alles selbst machen. Feucht gewordene Außenmauern sind kein Grund zur Sorge. Diese trocknen meist von selbst. Ist die Feuchtigkeit bereits ins Innere des Hauses gedrungen, dann ist Vorsicht geboten. Wenn jetzt Feuchtigkeit eingetreten ist, was soll man denn dann tun? Naja, es hängt immer davon ab, wo und wie die Feuchtigkeit eintritt. Die Feuchtigkeit ist immer das Gefährlichste, was es fürs Haus gibt. Das heißt, man muss wirklich darauf schauen und regelmäßig darauf schauen, dass alle Fugen, alle Öffnungen, wo Feuchtigkeit reinkommen kann, einfach immer gewartet werden, dass man sich sicher sein kann, dass die Feuchtigkeit draußen bleibt. Wenn sie schon einmal im Haus drin ist, dann ist es wahrscheinlich schon eine Minute zu spät. Und was macht man dann? Naja, es gibt viele Möglichkeiten, aber das hängt dann davon ab, wo die Feuchtigkeit reinkommt, wie groß und der Eintritt ist. Da wird es wahrscheinlich vernünftig sein, wenn die Feuchtigkeit schon im Haus ist, dann einmal mit einem Experten zu sprechen. Bestes Design und neueste Technik, das ist der TTV-Shredder. Das motorisierte Raupenfahrzeug ist ähnlich einem Skateboard, erreicht bis zu 50 km/h und meistert fast jedes Gelände. Der
Der DTV-Shredder ist eine Kombination aus Kettenfahrzeug, Skateboard und Motorrad. Ein optimales Freizeitgerät, das ursprünglich für den militärischen Einsatz im unwegsamen Gelände entwickelt wurde. Der DTV-Shredder fährt bis zu 50 km pro Stunde, schafft 40 Grad Steigungen, wendet in einem Radius von nur 1,2 Metern und lässt sich sogar fernsteuern. Das war's bereits für dieses Mal von Energy TV, Ihrem Info- und Service-Magazin der BEWAG-Gruppe. Bis zum nächsten Mal. Viel Energie! Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.